Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal mal pünktlich um genau 20 Uhr hatte ich ja angekündigt und wir haben jetzt genau 20 Uhr. Hoffentlich versagt wieder nicht die Technik, dann können wir nämlich loslegen. Wie geht's euch denn? Alles okay bei euch? Schreibt mir mal eben ganz kurz, ob alles soweit in Ordnung ist. Ton, Bild, ob ihr mich so gut sehen könnt, ob die Frisur wieder liegt und so. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Guten Abend, wer ist denn alles da? Der Lars ist da, der Ben ist da, Luca ist da, Rodrunner, das ist ein neuer Namt. Chaos Flo, habe ich schon mal gesehen. Finn ist da, den kenne ich auch, der war, ist aus Leipzig. Aloha ist da, alles okay. So, wenn Aloha sagt, alles okay, dann wird das wohl stimmen. Ist der Martin nicht da heute? Eisbergsalat ist auch da. Okay, dann können wir ja direkt loslegen. Wir sind ja letztens bei DF Bus hängen geblieben. Da machen wir mal weiter. Moment, mal gucken, wie wir das sehen. Ich lasse euch mal ein bisschen Musik hier, bis ich das hier wieder finde. Auf Anhieb geht das immer nicht so schnell hier bei mir. Ich weiß nicht, wo der sich immer versteckt. Mal gucken. DF Bus. So, da habe ich ihn gefunden. Jetzt nehme ich euch wieder hier. So, wir sind ja letztens hängen geblieben hier bei Bedienen von Haltestellen. Wie ihr wisst, machen wir ja erstmal DF Bus. Was ist das? Bibel des Busfahrers. Wenn ihr den einigermaßen beherrscht, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ich grüße euch alle. Ihr schreibt jetzt alle Hallo, Hallo, Hallo. Okay, ich habe es registriert. Am Ende könnt ihr alle mit mir nochmal schreiben, aber jetzt im Moment konzentrieren wir uns mal nicht nur aufs Hallo und wie geht's und, aufs Programm, wollte ich gerade schon sagen, auf den Unterricht natürlich. Megaplayer, okay, einmal Hallo reicht, du hast jetzt bestimmt 20 Mal Hallo geschrieben. Okay, Megaplayer, Hallo und gut ist. So, Bedienen von Haltestellen. Wenn wir mit dem Linienbus unterwegs sind, Leute, an Haltestellen ist fahrplanmäßig abzufahren. Zu frühes Fahren ist unzulässig. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Wenn man zu spät ist, kein Problem. Es gibt tausend Gründe für spät. Aber zu frühes Abfahren, das verzeiht niemand. Da gibt es keine Entschuldigung. Ja, das meinen die damit. Bei der Bedienung von Haltestellen ist zu unterscheiden zwischen Haltestellen mit Bedarfshalt und Zwangshalt. Ja, was heißt das? Die Fahrschule Europa hat mir leider noch nicht geantwortet. Muss nochmal hinschreiben. Wie gesagt, solche Sachen machen wir gleich, Leute. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf unseren Unterricht und nachher machen wir dann noch so ein bisschen, was ihr so auf dem Herzen habt. Also Bedarfshaltestellen ist zu halten, wenn Kunden aus- und einsteigen wollen. An Haltestellen mit Zwangshalt ist in jedem Fall zu halten. In Lünen zum Beispiel haben wir eine Haltestelle, da ist... so eng versteckt, also wenn man da jetzt versucht, dran vorbeizufahren, dann übersieht man das. Deswegen hat man gesagt, okay, lieber Zwangshalt anhalten und wenn da tatsächlich jemand sein sollte, dann kann der noch mitgenommen werden, ja. Kit Keno hat mir 99 Cent spendiert, danke Kit Keno, sehe ich gerade. Leute, ihr könnt das natürlich auch machen, um hier meinen Kanal so ein bisschen, weil... das kostet ja auch alles, ein bisschen zu unterstützen, nicht schlecht. Dankeschön, Kit Keno. So, machen wir mal weiter. Ist an Haltestellen die Benutzung der Warnblinklichtanlage vorgeschrieben, hat dies gemäß örtlicher Anordnung zu erfolgen. Hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, wenn an den Haltestellen Mast so eine rote Banderole ist, dann muss man Warnblinkanlage einschalten. Ansonsten bei uns hier in Lüdener Raum und so muss das nicht unbedingt gemacht werden. Manche neue Busfahrer, die setzen sich oder von anderen Firmen, die sind da bei uns am Fahren, Warnblinkanlage, obwohl da nicht vorgeschrieben ist, dann denkt man auch, ist er jetzt liegen geblieben oder was macht der da? Ne? Also es ist nicht Pflicht.
So, Anhaltestellen mit mehreren hintereinander liegenden Halteplätzen ist auf Kunden besonders zu achten. Gegebenenfalls ist erneut zu halten. In Hamm zum Beispiel, Allee Center, ja, da sind 3, 4 Busse nebeneinander. Aber meine Haltestelle ist zum Beispiel eigentlich da, wo der erste Bus steht. Und wenn da noch Fahrgäste stehen und auf mich warten und ich überhole die anderen und fahre weg, das geht ja nicht. Ja, das meinen die damit. So, Anhaltestelle hat man gehabt. Bei der Anfahrt einer Haltestelle ist im Sinne des Kundendienstes der Abstand zwischen Bus und Bordsteinkante möglichst gering zu halten. Ja? Wartende Kunden und andere Fußgänger dürfen nicht gefährdet werden. Wenn ihr meine Fahrprüfung da gesehen hattet, die wir simuliert hatten, da hat der Prüfer ja, der Önder von der Fahrschule Europa, ja gesagt, 30 cm und nicht mehr. 30 cm ist noch im Rahmen. Was da, wenn er jetzt 35 oder 40 cm ist, dann ist dann wiederum zu gefährlich für Fußgänger. Die könnten leicht da reinfallen oder auch von den Rollatoren die Reifen oder Kinderwagen. Ja, deswegen an Haltestellen besonders aufpassen. Bei Bussen mit Hilfe für mobilitätsbehinderte Kunden sind diese Hilfen bei Bedarf einzusetzen. Das heißt, die Rampe. Ja, die Busse mit Hilfen, das haben wir schon. Ist der Bus besetzt oder eine Abfahrt aus betrieblichen Gründen erforderlich, sind weitere Kunden darüber zu informieren, dass die Einstiegs- bzw. Türbereiche zu räumen sind und das Einsteigen nicht mehr möglich ist. Die Leitstelle ist zu informieren. Wir haben zum Beispiel am Drucker eine Taste, wo wir draufstehen, bitte von Tür weggehen und nach hinten durchgehen. Ja, wenn er richtig voll ist, man muss die Leitstelle Bescheid sagen, pass auf, an der nächsten Haltestelle kann ich keine Fahrgäste mehr aufnehmen. So, ist der Bus besetzt oder eine Abfahrt aus betrieblich, also das hatten wir gerade gehabt. Bei der Türbedienung dürfen Kunden nicht gefährdet werden, gegebenenfalls sind sie zu warnen. Einfach nur Vorsicht an der Tür, ja, mit Mikrofon oder wenn die vorne irgendwie schon so sind, eben Bescheid sagen, dass die Tür bald zugeht. Nach Schließen der Türen hat sich der Fahrer vor dem Abfahren durch einen Blick in die Spiegel Gewissheit darüber zu verschaffen, dass an den von ihm einsehbaren und zu erkennenden Türen seines Busses der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist. Beim Anfahren dürfen Personen nicht gefährdet werden. Eben mal kurz gucken, ob die Oma noch steht oder ob sie schon sich hingesetzt hat. Ja, und wenn er sich hingesetzt hat, dann losfahren. Stehend, wenn Stehplätze sind, eben halt nochmal. Die meisten, die schon oft mit dem Bus fahren, die gucken in den Spiegel, ob der Busfahrer die auch anguckt. Wie gesagt, sorgfältig und langsam anfahren, nicht mit Vollgas, Kickdown oder so, das geht nicht gut, Leute. Warum schreibt ihr nicht mehr? Was sagt er? Gar nicht schreiben, erstmal Leute, erstmal hier live Unterricht machen. So, kurz vor dem Anhalten bzw. nach dem Abfahrten ist bei der Fahrweise zu beachten, dass Kunden ohne sicheren Halt besonders gefährdet sind, hatte ich gerade gesagt. Okay, so viel, bis 9 haben wir gemacht, nächste Woche machen wir da weiter, immer so peu à peu, dass wir das eines Tages auch durchkriegen. So, jetzt bin ich wieder bei euch, jetzt schließe ich mal hier alles, Tabs schließen, okay, schließen wir mal die Tabs hier und wir machen jetzt den Unterricht. So, ich guck mal, was ihr in der Zeit schon mal ein bisschen geschrieben habt. Erstmal Theorie für den Bus machen, hab's ja schon für den LKW durch. Ja, okay. Wie sieht so eine Zwangshaltmarkierung aus? Zwangshaltmarkierung, das ist meistens im Dienstplan vermerkt. Ja, wenn man vorher schon die Linie fährt, da ist extra noch bei uns auf jeden Fall, ist das so, wie in anderen Betrieben ist, weiß ich nicht. Zwangshalt an der Haltestelle sowieso. Ja. Ansonsten ist sie so nicht markiert. Also bei uns auf jeden Fall. So, alles andere, wie gesagt, was wir jetzt schreiben, können wir, wie lange dauert dieses Video, wie schnell wir durchkommen. Wenn wir schnell durchkommen, ich will ja auch, seht ihr, ich bin auch noch mit Arbeitsklamotten, bin gerade von der Arbeit, weil Samstag habe ich ja einen neuen Kanal eröffnet, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, Feeling, Reisenkanal. Das betreue ich dann auch noch mit unseren ganzen Reisen. Die werden da angeboten, könnte man einen Blick drauf werfen. Deswegen konnte ich Samstag keinen Unterricht machen, aber wir lassen ja nichts aus, deswegen holen wir das jetzt nach. So, jetzt geht's aber ohne lange Reden hier zu unserem Click and Drive. Das hatten wir letztens, Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern.
wie ihr sehen könnt, ich habe hier nichts weiter gemacht oder so. Hier ist noch 0%, da haben wir schon 20% gemacht. Heute ist nicht besonders, aufregender Beitrag, sondern heute ist ruhender Verkehr. Ja, was verstehen wir unter ruhendem Verkehr? Das werden wir gleich sehen, was wir darunter verstehen. Das hat, kann ich jetzt schon sagen, mit Parken und wie gesagt, stehende Verkehr, sagen wir mal. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin auch nicht so vorbereitet. Alles, was ich noch so kann, versuche ich mit euch mal so durchzugehen. Gruß aus der Schweiz, Marco. Hallo Marco. Ich habe das mal gerade zufällig gesehen. Auch neu hier, herzlich willkommen. Grüße aus Luxemburg, auch von Luxemburg auch noch. Auch gut. Aus Schweiz, Megaplayer, auch gut. Oh Leute, ihr seid ja richtig cool drauf heute. So, wir machen jetzt aber mal aus Flensburg. Flensburg, keine Punkte bitte. Okay, Frage 1. Wer parkt hier falsch? Guckt euch das mal an. Ja? Wer parkt hier falsch? Der dunkle PKW? Keiner der beiden PKWs? Oder der weiße PKW? Wer parkt hier falsch, Leute? Jetzt bin ich mal gespannt, wer die Antworten weiß. Wir haben 18 Fragen. Das geht eigentlich recht zügig, wenn wir schnell arbeiten. Da haben wir nachher noch ein bisschen mehr Zeit, so ein bisschen Diskussionen und so. Der weiße PKW parkt falsch, sagt der Distobet 27. Der weiße, sagt der Lackmann oder Luckmann. Amit sagt weiß. Ben sagt, kann's versuchen. Okay, Felix sagt auch weiß. Namt aus Wuppertal, der weiße parkt falsch. Keine 15 Meter, okay. Das weiße Auto, sagt der Johannes. Hallo Johannes, ist auch wieder da. Der Kevin ist auch da aus Holland. Weiße PKW, ihr seid euch sicher. Reinhard sagt 3, weiße PKW also. Reinhard ist auch da, der ist aus Belgien. Weiß ja mal schön falsch. Der weiße steht ja mal schön falsch. Ja, Stefan. So, wir machen mal schnell. Die meisten von euch haben weiß gesagt. Ja, okay, wir lösen auf. Tatsächlich, der hat hier wirklich nichts verloren. Hier, wo diese Zickzacklinien sind, können wir auch mal hier Kommentar eben halt lesen. Das ist dann interessanter für euch. Die durch eine Zickzacklinie dargestellte Grenzmarkierung verkürzt oder verlängert eine Halte- oder Parkverbot. Soweit es auf der Straße keine Grenzmarkierungen gibt, gilt ein Parkverbot von bis zu 15 Metern vor und hinter dem Haltestellenschild. In dieser Situation parkt der weiße PKW falsch, der auf der Markierung steht. Der dunkle PKW parkt hingegen richtig. Ihr habt richtig gehabt. So, nächste Frage. Wo ist das Halten verboten? An Taxiständen? Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist, auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann probiert mal. Seid ihr noch da? Bin in einer Minute wieder da. Okay. Wo sind die anderen alle? Seid ihr noch am Überlegen oder was? Alle, sagt der Felix. Mina ist auch da. Mina, cool. Ich stream jetzt erstmal Omsi. Ja, spiele erstmal Omsi. Hallo, Mehmet. Bin jetzt erst da. War bis eben Bus fahren. Hallo, Luca. So, 2, 1, 2, 3 sagt der Lackmann, Benny sagt 2, Dominik 1, 2, 3, Kevin sagt 2 und 3. Oh, jetzt sind verschiedene Antworten, Leute. 1 und 2 würde ich sagen. Auf Richtung Pfeilen, okay. Alle, 1, 3. 52 Zuschauer sind wir übrigens gerade im Moment. Sehr gut, das ist, glaube ich, Rekord. Der Amsterdamer sagt 1, 2, 3. Alle 1, 3. Johannes sagt 1 und 3. Ben sagt, er ist wieder da. Okay.
Okay, wir lösen mal auf, ja? Also, wo ist das Halten? Wir müssen unterscheiden Halten und Parken. Ja, dazu kommen wir gleich dann natürlich auch noch. 1, 2, 3 und 4 sagt er. Wo ist denn die 4, Ben? Also auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen, wenn man da halten würde. Ja, ich denke mal, passt auf, das kann auch eine Fangfrage sein. Das hatte ich letztens noch irgendwo gelesen. Hier, guck mal hier das hier. Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist, ja, an Taxiständen halten ist eigentlich nicht verboten. Ja, auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Einer sagt alle, 1, 2, 3 sagt der Luca. Schade, wir haben heute den Martin nicht dabei. Der Martin, der hat immer direkt alles gewusst. Okay, wir lösen mal auf. Ich denke mal an Taxiständen. Das kann wirklich eine Fangfrage sein, Leute. Guckt jetzt mal hier an Taxiständen. Also ich hätte jetzt hier zum Beispiel das hier nicht gemacht, sondern nur das hier gemacht. Aber wir machen jetzt mal alle drei, weil viele von euch 1, 2, 3, der Megaplayer sagt jetzt 1 und 3. Also das hier ist eigentlich noch gefährlicher. Ich weiß von UE versteht. Ist egal jetzt, wofür UE. Wir überprüfen und alle drei ist richtig. 1, 2 und 3. Ja? Sie dürfen nur dort halten, wo Sie andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden. Das ist zum Beispiel bei einem Seitenstreifen der Fall, der durch eine durchgehende weiße Linie von der Fahrbahn getrennt ist. Nicht halten dürfen Sie auf markierten Fahrspuren, die dem Einordnen dienen. Auf der Fahrbahn, wenn es einen Seitenstreifen gibt, an Haltestellen für Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, an Taxiständen, um Taxis die Zufahrt nicht zu versperren. Ja? Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen auch nicht auf den Seitenstreifen. Achten Sie auf Zweiradfahrer. So, nächste Frage. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Mal gucken, wer aufgepasst hat, Leute. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Kommt. Du hast alles richtig gemacht, Amsterdamer, ja. Kommst du auch aus Holland oder was? Aloha sagt 2, Kevin sagt 2, Fivo sagt 2. Was ist denn 2? Sie dürfen nicht halten. Okay. Das heißt auch absolutes Halteverbot oder so, ne? Ja. Diese Verkehrszeichen ist einfach. Okay, dann sag mal, Kevin. Noch jemand? Mehmet Delanli. Bin wieder da. Okay, Mehmet. Bist wieder da. Also, absolutes Halteverbot. Richtig. So, nächste Frage. Ihr seid richtig gut. Da waren jetzt alle fast, habt ihr richtig gehabt. Wo ist das Halten verboten? Schon wieder. Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen, auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 Meter davor, über Schachtdeckeln. Jetzt bin ich mal gespannt. So, der Niklas sagt 1 und 2, der Luca sagt 2, Aloha sagt 2, Ben sagt, hi ihr Loser, okay, selber. Zwei und drei, alle drei, das kann nicht sein, Leute, guckt mal richtig. Wo ist das Halten verboten?
Na, noch jemand? Kommt. Wir sind 48 Zuschauer. Lars sagt 2 und 3. Niklas, 1, 2 und 3. Niklas, ich würde es mir nochmal überlegen. Megaplayer, 2, 3. Fatih, 1 und 2. Bist du sicher, Fatih? So, wir lösen auf, oder? Habt ihr noch? Der Amsterdamer sagt 2 und 3. Ja, passt auf. Also, unmittelbar hinter Fußgänger überwegen. Dahinter, da dürfen wir halten. Weil die hinter uns kommen, die können dann ja die Fußgänger sehen. Wenn wir davor gehalten hätten, ja, das geht nicht. Also, 2, das hier, Fußgänger überwegen, so wie bis 5 Meter davor. Und über Schachtdeckeln. Ja, da darf man auch nicht. Warum? Ist gleich in den Kommentaren bestimmt zu sehen. Oh, Schachdeckeln, da dürfen wir halten. Auf und bis 5 Meter vor einem Fußgängerüberweg dürfen Sie nicht halten, da Sie damit andere Verkehrsteilnehmer die freie Sicht auf Fußgänger nehmen. Das hatte ich ja bereits erklärt. Diese können dann zu spät erkannt werden. Nach einem Fußgängerüberweg dürfen Sie halten. Auf Schachdeckeln ist das Halten erlaubt, jedoch nicht das Parken. Seht ihr? Da haben wir uns alle vertan, die meisten, die auch 3 gesagt haben, weil es geht, man muss wirklich unterscheiden zwischen Halten, ja, und Parken. Guck mal, bei mir auf dem Kanal, da hat die Fahrschule Europa einen Beitrag gemacht, der Önder, der hat mal richtig viel darüber erzählt. Da könnt ihr euch nachher mal nochmal angucken. Wie gesagt, wir haben uns Halten und Parken haben wir uns alle vertan, aber Schachdeckeln dürften wir halten, aber nicht parken. So, wir haben 3 Punkte dafür, glaube ich, gekriegt jetzt. Scheiße. Nächste Frage. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren? Ja? Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Meine Reifen können an enge Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Müsste eigentlich einfach sein. Mal gucken. Damit lernt man. Ihr seid die Zukunft. Werdet Busfahrer. Richtig. Ja, genau. Hey du, werde Busfahrer. Ja. Aloha sagt 3. Aloha, bist du sicher? Nur die 3? Felix sagt 1, 2, 3. Kevin sagt nur die 3. Gema Moritz sagt 2. Stefan, alle 3. Okay, Stefan. Johannes sagt 1 und 2. 1, 2 und 3. Hallo Mehmet. Frisur sitzt prima. Ja, Daniel, sitzt gut, obwohl so stürmisch war. Sabine konnte mir nichts anhaben. Alle. Bir iki üç, sagt der Fatih. Okay. So, ich glaube, wir lösen auf jeden, sonst weiß ich nicht. 3 auf jeden Fall, ja. Aloha sagt ja, okay. Aloha ist also der Meinung nur die 3. Okay, wir lösen auf, Leute. Johannes sagt auch jetzt 1, 2, 3. Alle 3 sagen viele. Ich denke 1 und 3 sagt der Fefo. Okay, wir lösen auf. Also, meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Klar, entweder ist da dunkel drin oder hell drin. Ja, denke ich mal 1. So, meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Auch das stimmt. Ja, Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Auch. Ich denke mal auch, 1, 2 und 3 ist noch die Wahrscheinlichkeit als Fahrt. Was steht da? Sabine fegt nur deine Frisur. Ist noch da wahrscheinlich als Haartrockner. Genau. So, wir überprüfen, Leute. 1, 2 und 3 ist richtig. Aloha, ich hab's dir gesagt. Nächste Frage. Wo ist das Halten verboten? Guck, jetzt haben wir wieder Halten, Parken. Da müssen wir aufpassen, Leute. Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen, auf Bahnübergängen, an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen. Halten verboten. Ja, halten oder parken. Jetzt bin ich mal gespannt.
Der Gaming sagt 1-3. Niklas sagt 1-2-3. Mike, der Amsterdamer, 1-2-3. Sorry, sagt er, hat er verbessert. Kevin sagt, Mehmet ist richtig. Okay, was ist richtig? Aloha sagt 2 und 3. Felix 2-3. Herr, Mr. Sie, Sir. Herr, Mr. Sir. Ist auch neu, habe ich auch noch nicht gesehen. 2 und 3. Der Stefan, der sagt 2 und 3. Ja, halten ist nicht parken. Genau, Niklas. Wenn es in einer Tiefgarage ist, in einer Stadt ist, dann laufen viele Menschen dadurch. Genau, Darian. Johannes sagt 2-3. 2 und 3, das erste erlaubt ist, hatten wir eben. Verrat doch nicht alles. Okay, wir lösen auf. Also unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen ist das Halten nicht verboten, das hatten wir. Aber auf Bahnübergängen auf keinen Fall. An engen und unübersichtlichen Straßenstellen auch nicht. Ja? 2 und 3 müsste richtig sein und ist es auch. So, nächste Frage. Wo ist das Parken verboten? Jetzt haben wir das Problem Parken. Ja? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird, unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen, vor Bordsteinabsenkungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist eine seltsame, komische Frage drin. Mal gucken, ob ihr das findet. Der Johannes sagt 2 und 3, okay. Ben sagt 1, Ben sagt 2, Ben sagt 3, okay. Felix sagt 1-3, Herr Mr. Sir, 1-3, Kevin 1 und 3. Parken ist nicht halten, genau. Aloha sagt 3, Stefan 1 und 3, Lars sagt 3, der Mehmet, der sagt 1 und 3, also nicht ich, hier vorne, hier habt ihr auch noch einen Mehmet, der Lande. 1-3, 1 und 3, Dominik sagt nur die 3, Daniel sagt 2 und 3, Megaplayer 1-3. Okay, 3 auf jeden Fall. Mehmet hat 10 Wettertaft, 1 und 3. Genau. Ich sage 1 und 3, weil man sonst eventuell den Verkehr nicht sieht. Absenkungen sind ja auch für irgendwas da. Genau, zum Beispiel Einfahrt, ja, Einfahrten. So, also vor Bordsteinabsenkungen. Hinter Fußgängerüberwegen hat man ja gerade schon gehabt. Ne? Da halten durfte man. Und jetzt parken hinter, also hinter Fußgängerüberwegen. Ich denke mal, müsste man eigentlich auch halten können. Aber am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird. Ja, ich denke mal 1 und 3. Das hier, gerade hatten wir halten, ne? Wir gucken mal, Leute. Richtig. Ne? Manche Fragen, wie gesagt, wenn man liest, dann erklärt sich eigentlich von selbst. So, ihr seid gut. Viele haben richtig geraten. Oder gewusst, nicht geraten, gewusst, sag ich mal so. So, 8 von 18 Fragen. Wann dürfen Sie nicht auf den rechten Fahrstreifen parken? Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind, wenn rechts von den Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist, wenn rechts vor dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Was denkt ihr? Lies nochmal richtig. Ich gucke nochmal, ob ich das nochmal groß kriege. Nicht, dass wir hier wieder was falsch machen. So. Der Amsterdamer sagt 1-3. Niklas 1-3. Warum Werbung oben rechts? Warum da Werbung oben rechts drauf steht? Leute, ich mache lieber sicherheitshalber Werbung, weil hinter mir habe ich Schilder sehen, habt ihr gesehen, Ferienreisen, ihr seid die Zukunft, the future is now und. Das habe ich mal so eingestellt, damit mir keiner
Entschuldigung, an die Karre pissen kann. Wisst ihr? Deswegen. Das ist eben halt auf YouTube so. Und ich sage die ganze Zeit hier, Click and Drive, ja. Das ist auch eine Marke. Deswegen. Aber das ist nicht unser Thema, das stört ja niemanden da oben. Lasst ruhig da dran sein. So, 1-3, 1-3. Aloha sagt 1-3. Der Gamer Moritz 1 und 2 sagt dem. Oh. Der Johannes sagt 1-3. 1-2 sagt auch der Felix. Bustouristikteam aus Bergkamm wünscht Werbebusfahrer. Felix, geil. Daniel, hallo Daniel. Unser Kanal ist richtig gut angekommen, auch mit deiner Hilfe. Ja, du machst, organisierst die ganzen Fahrten und ich versuche das so ein bisschen hier und das Volk zu bringen, so dass sie bei uns buchen. So, Best Players 1-3, der Dominik 1-2 und 3, 1-3. Danke, Mehmet, dass du das machst. Bitteschön, Darian. So, Leute, wir lösen auf. Johannes sagt 1-3. 1 und 3. Die meisten legen sich fest auf 1 und 3. Wir gucken uns das jetzt mal an und dann gucken wir mal. Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind, dürfen sie nicht auf der rechten Fahrstreifen parken. Ist normal, oder? Wenn rechts vor dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist, wenn rechts vor dem Fahrstreifen, ja, dann muss man erstmal wissen, was das heißt. Wenn rechts vor dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist, wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken, wenn rechts vor dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist? Wenn rechts vor dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Hier müssen wir jetzt aufpassen, Leute. Alle habt ihr 1 und 3 gesagt. Ja, der kleine Junge, der schläft, lese ich gerade. Amsterdam 1 und 3. Also ich würde hier sogar für 2, das habe ich jetzt selber auch noch nicht ganz verstanden. Wir lösen jetzt mal trotzdem auf, aber die zwei Sachen, da mussten wir echt gleich mal drüber reden. Wir machen, überprüfen mal. Ja. Das wäre nämlich hier, die sehen sich gleich an. Ne? Aber wir haben richtig gemacht, 1 und 3 ist richtig. Generell ist Parken verboten, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können. Sichtbehinderung gehört auch dazu. Daher ist das Parken in allen drei Situationen nicht erlaubt. Allen drei Situationen. Seht ihr? Das gehört nämlich auch noch mit dazu. Ja? Deswegen hatte ich gesagt, den passen wir mal auf. Und keiner hat den bei euch, doch, der Feier 1-2, bin mir nicht sicher, doch, Fevo. Aber die anderen haben meistens 1-3, 1-3, 1-3 gesagt. Ja? So sieht das nämlich aus. So, nächste Frage. Welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten? Ihr wisst, zweite Reihe, was das heißt, ja? Taxen, um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt. Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist. Das müsste eigentlich einfach sein. Wir machen einfach nur unsere Warnblinkanlage und dürfen an zweiter, dritter Reihe halten. Stimmt das? Liebe Grüße aus Chemnitz, schreibt der Luca. Hallo Luca Bro. Danke, Karin. Wie gesagt, wir reden gleich alle ausführlich miteinander. Könnt mich alles wieder fragen. Auch um den neuen Kanal, die London-Fahrt und sowas alles, ja. Haken wir das mal hier schnell alles ab hier. Oh, viele sagen jetzt nur 1, 1. Aloha sagt 1. Stefan nur 1. Zitauer nur 1. Richtig. Mehmet, du bist der Beste. Oh, Johannes, danke dir. Richtig, Leute. Nur Taxen dürfen das. Ja, das sehen wir auch manchmal so in türkischen Geschäften oder so zum Einkaufen. Direkt Warnblinkanlage an, rein, raus. Ne? Eigentlich nicht erlaubt. Denke ich mal. Wir überprüfen mal, ob das auch stimmt. Richtig. Auch mit eingeschalteter Warnblinkanlage ist das Halten in zweiter Reihe nur Taxen gestattet. Sie zählen zum öffentlichen Verkehr. Ausnahmen werden geduldet, wenn Sie eine alte oder gehbehinderte Person aus- oder einsteigen lassen, aber nicht einkaufen.
Nächste Frage. Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Guckt euch das Schild mal an, genau hier. Ja, so sieht das aus. Guckt mal, wie der parkt. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtmasse, Motorräder, Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse. So, was denkt ihr? Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Also, der Johannes sagt 1. Du bist der Beste, hat man schon gehabt. Dankeschön, Oliver, das ist dein Lied. Ja, sehe ich immer mit den Taxen an den Bushaltestellen. Ja, die dürfen das ja da machen. 2 und 3. Schöne Grüße aus Sylt. Omid, aus Sylt sogar. Wow. Aloha sagt 3. Felix sagt 2 und 3. Gemann sagt 3. Ben sagt 1, 3. Stefan sagt nur die 3. Lars 2 und 3. Johannes sagt 2, 3. Megaplayer 2, 3. 2 und 3. Simon sagt 3. Also ihr seid jetzt schon verschiedener Meinung, ja? Müsste 3 nicht bis 3,5 Tonnen sein? Ja. 1 ist zu schwer und 2 ist nicht auf dem Schild. Du hast es erraten, erfasst. Das ist mein Kopf, das Mehmet-Song. Ja, der bleibt im Kopf und geht nie weg. So, wir gucken mal. Ich denke mal auch bis 2, zulässige Gesamtmasse. Motorräder nein. Ich denke mal auch nur die 3. Ja, wir lösen mal auf, Leute. Motorräder. Für die gibt es gar kein Schild extra. Manchmal schon, aber jetzt in diesem Fall, die dürften hier sogar auch. Ja, wir gucken mal Kommentar. Das Verkehrszeichen regelt die Parksituation für den Verkehrsteilnehmer oder Teilnehmerin. Das Zeichen erlaubt das Parken teilweise auf dem Gehweg, den Seitenstreifen und dem Grünstreifen für Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen. Tja, haben viele daneben geraten. Hier haben wir richtig alle abgekackt, Leute. Wer parkt? Wer sein Fahrzeug verlässt? Wer vor einer geschlossenen Bahnschranke länger als 3 Minuten wartet? Wer länger als 3 Minuten hält? Das sind so komische Fragen, Leute. Die habe ich immer gehasst, diese komischen Fragen. Habe ich doch recht gehabt. Ja, du hattest recht, Zitauer. So, bin ich mal gespannt, was ihr jetzt hiervon haltet. Aloha sagt 1 und 3. Wer sein Fahrzeug verlässt, wer länger als 3 Minuten hält. 1 und 3, 1, 3. Der Reinhard sagt nur die 1. Oh, Reinhard, bist du sicher? Er hat auch diese beste Frisur. Leute, meine Frisur. 1,3 ist ein Fangfrage, sagt er darin. Ja. 1,3. 2 ist warten. Richtig. Weil Bahn geschlossen. Du kannst dich ja nicht in die Luft auflösen, ne? So, wir lösen auf, Leute. Dann haben wir gleich mehr Zeit für uns. Also, wer sein Fahrzeug verlässt, also einfach abschließen und abhauen oder nicht mal abschließen, weggehen, ja. Und wer länger als 3 Minuten hält, das ist parken, denke ich mal. Wir lösen mal auf. Richtig, 1 und 3 wäre richtig. Viele haben das richtig gemacht. Nur der Dominik, der hat 2, Dominik war richtig, der hat 2 ist warten geschrieben. So Leute, nächste Frage. Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird, auf Vorfahrtsstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften, auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Wieder ganz komische Fragen, Leute. Da werden wir bestimmt wieder dran
zu knabbern haben. Versucht's mal. Wie gesagt, die Theorie ist manchmal schwerer als die Praxis, Leute. Glaubt mir das. Meine Frisur ist eine Legende. Sicher 1 und 3, okay? Beste Uniform, oh ja. Wie gesagt, heute Morgen um 5 Uhr bin ich aus dem Haus, bin jetzt rein und ich habe das immer noch an. Und morgen muss ich um 5.30 Uhr wieder raus. Ben sagt 1, 2, 3 oder vielleicht 4, okay? 1, 3, 1 und 3. 1, 2, 3 sagt der Mega-Player. Gema sagt 1, 2, 3. Ach, Sassi, Saskia, bist auch da. Hi. Saskia kommt aus Leipzig, Leute. 1, 2 und 3 sagt Saskia. Megaplayer. Fokoladenkeks. Schokoladenkeks. 1, 2, 3. Reinhard sagt, denke 1 und 3. Denken ist nicht wissen. 1, 2, 3. Deine Frisur wird Kult auf dem Kanal. Oh mein Gott. 1, 2 und 3. Okay, wir lösen mal auf, Leute. 1, 2 und 3, das kann nicht sein, Leute. Ihr müsst mal gucken. Auf Vorfahrtsstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften darfst du doch parken. Aber Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Ja, einfach so parken, das geht nicht. Und das hier. Aber innerhalb geschlossener Ortschaften, denke ich mal, da darf man parken. Wir lösen auf. Genau so ist es, Leute. Ja, 1 und 3 ist richtig. Wer 2 gesagt hat, hier der Mike, Entschuldigung, 1, 2, okay. Der Johannes hat auch 1, 2, 3 gesagt. Viele Grüße aus Dortmund. Hallo, Mehmet, auch ein Mehmet. Da wird fleißig auf der Hauptstraße geparkt und es ist in der Stadt in. Sieht man ja in Essen. Ist so, Leute. So, nächste Frage. Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wo rechts das Parken verboten ist? In Einbahnstraßen, wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind. Kommt auch schon mal vor, ne? So, dann guck mal. Welche Linie fährst du morgen? Oh, weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Was fahre ich denn? Warte, warte. Irgendwas in Werne. Ich weiß gar nicht. Ich nehme mal nur morgens, ich gucke meinen Plan, dann fahre ich einfach drauf los. Ich mache mir nie Gedanken darüber. Noch so einen Felix. Noch ein Felix. Ich bin in Datteln, sagt der Mehmet. Okay. Ach so, Darian sagt Mehmet. Ich habe nur Mehmet gelesen. Ich denke, ihr meint mich. Viele Grüße aus Datteln. Okay. Wir machen gleich alles, Leute. Erstmal hier schnell abarbeiten. Wir haben noch 5 Fragen, dann sind wir fertig. 2, 2, 2, Ben sagt 1, 2, Dominik 1, 2, 3, Felix 2, Zittauer 2, Darian, Lars sagt 1 und 3, der Johannes sagt, Mehmet, deine Frisur ist top, danke Leute. Wer will denn jetzt hier was von mir, Leute, hier? Live-Chat, okay, alles gut. So, niemals denke 1 und 2. In Belgien niemals denke 1 und 2. In Einbahnstraßen. Ich heiße auch Felix, okay? Ich bin der von Schulzentrum Busenkamp, der dir gewunken hat. Ach, Felix, du bist das. Leute, ihr glaubt's nicht. Die sind mir am Winken, ich bin am Fahren. Ich muss schon die ganze Zeit jetzt so mit dem Kopf nicke ich auch manchmal. Oh mein Gott. Aber ist ein schönes Gefühl. Christian sagt 2, Johannes sagt 2. Der dir gewunken hat. Habe ich gelesen gerade. Okay, wir lösen auf, Leute. Also, wo rechts das Parken verboten ist, in Einbahnstraßen und natürlich auf der rechten Seite Schienen verlegt sind. Ja, wir lösen auf. Oh. Aber habe ich doch gerade angeklickt, oder nicht? Da hat er das gerade nicht angenommen. Den hat sich aber angeklickt. Weit schnell, wollte ich schnell, schnell machen. Ja, also alle drei ist richtig. So, wo dürfen Sie hier parken? Guckt mal, was hier los ist. Guckt euch das Bild mal an. Darf man hier parken? Dürfte man hier parken? Guckt mal da. Ja, mal gucken, was die fragen. Nur auf dem rechten Seitenstreifen,
nur auf dem linken Seitenstreifen, auf dem linken und rechten Seitenstreifen. So, was denkt ihr? Guckt euch in der Zeit nochmal das Bild an. Ja? Und insbesondere auf das hier. Und dann müsstet ihr eigentlich schon selber drauf kommen. 2 und 3 war richtig, Mehmet, sagt er. Ach so. Sorry, dann habe ich das schnell gemacht wohl gerade. Weil ich muss morgen auch noch arbeiten, deswegen will ich das so schnell wie möglich hier hinter mir bringen. Aloha sagt 3. Aha, sie hat es erkannt. Flugente. Bist du auch neu, Flugente? 46 Zuschauer sehe ich gerade. 51 im Moment. Ui. Reinhard sagt, rechts und links parken. Ja, auf den linken und rechten. Also 3 sagst du, okay? 3, weil Einbahnstraße ist. Richtig, Leute. Ist allein 1 und nur 2 ist allein. 2, 3 ist links und rechts. Ja. Nur 1 ist allein. 1 und 2 ist allein. Ich weiß nicht, was du meinst. Laut Legende fährt die Oma von der Linie 5 immer noch mit. Ja, ja, Daniel, die war immer noch da drin, ey. Die guckte mir auch noch genau in die Kamera so rein. Ne? Du hast das Video gesehen. Ich denke, das gibt's gar nicht. Auf der Fahrt, normalerweise steigt nie jemand ein. Da wurde ich mal so schön mit Ansage, Original, mit Ton und so, ne? Steigt da so eine Arme und guckt auch noch so in die Kamera rein. So, Leute, wir lösen auf. Ja, auf den linken und rechten Seitenstreifen dürfen wir parken. Richtig. So, wo ist das Halten verboten? Wir sind immer noch mit dieser Halterei dran, ey Leute. Komm, vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen. Die haben sich jetzt ja geändert, die Namen. Vorher hießen die auch ganz anders. Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. So. Ich bitte um Antworten. Das Halten. Wo ist das Halten verboten? Ich meine, 1 ist allein links und ist allein, 2 ist links und rechts. Hab dich zwar immer noch nicht verstanden, aber wir haben die Frage schon durch. 2 ist allein rechts. Okay. Aloha sagt hier 1, 2 und 3. Der Ben sagt 1, 2 und 3. Johannes sagt auch 1, 2 und 3. Okay. Weiter. Noch ein paar Leute. Alle 3. Überall, wo wir was blockieren. Oh, kann man sich gut merken, Daniel, ne? Überall, wo wir was blockieren. Okay. Dominik sagt Brausch. Ach, Dominik Brausch heißt ja 1, 2, 3. Saskia sagt 1, 2 und 3, okay. Daniel sagt auch alle. Reinhard sagt 1, 2, 3. Hallo Mehmet, wie geht es dir? Viele Grüße aus Koblenz. Aus Koblenz, da habe ich ja früher gewohnt. Kannst ja gleich mal schreiben, wer du bist oder woher du kommst. Flugente sagt 3, Christian 2 und 3. Kommt Leute, wir lösen mal auf. Flugente sagt, wieso? Was, wieso? Okay, wir lösen also vor allen Ausfahrten von Grundstücken. Der Daniel, der hatte gerade schön was erzählt. Überall, wo wir was blockieren, auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen, auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Ne? Denke ich auch, 1, 2 und 3. Wo ist das Halten verboten? Vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Habe ich da schon wieder was gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Sie dürfen weder auf Einfädelungs- noch auf Ausfädelungsstreifen halten. Auch auf Fahrstreifen mit Richtungspfeilen dürfen Sie keinesfalls stehen bleiben. Dies gilt nicht für Einfahrten vor Grundstücken. Ja toll, wir haben uns wieder vertan mit Parken. Also ich besser gesagt. Aber ihr seid auch nicht viel besser. Ihr habt auch gesagt 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Das ist so, Daniel auch, überall wo man was findet. Leute, wir müssen uns eins klar sein. Halten und parken. Ja, guckt am besten nachher nochmal dieses Fahrschulvideo von Fahrschule Europa an, wo der Irgendwer das ausführlich erklärt. Der hat das richtig nochmal als Film erklärt. Am besten den nochmal angucken, weil, guck, haben wir wieder was übersehen. Also
Den Fragebogen, den haben wir heute voll verkackt. Alle zusammen aber. Insbesondere ich. So, wer hält hier falsch? Guck mal. Wer hält falsch? Der oder der? Ja? Der helle PKW, beide PKWs, der dunkle PKW. Wer hält falsch? Jetzt müssen wir wieder gucken. Halten, parken. Da bin ich mal gespannt. Grüße aus Ludwigsburg. Firma LVL Jäger. Okay. Mehdi ist sein Sohn. Ja, der schläft. Lass den mal schlafen. Ludwigsburger Verkehrslinie. Aha. Okay. Wieder was Neues dazugelernt. Das blaue Auto. Der blaue PKW. Der blaue. Das weiß ich, Ben. Okay, Zittauer 3, Christian sagt der blaue da. Gema sagt 3, Johannes sagt 1, der helle PKW. Johannes, bist du sicher, der hält falsch? Warum hält der falsch? Guck mal, hier ist genug Platz. Dominik sagt 3, ich sage 2, sagt er. 2 wären beide PKWs. Wer hält falsch? Der blaue, ohne Führerschein. Okay. Genau. Wenn man ganz schnell liest und nicht aufpasst, guck mal, Leute. Wir müssen nochmal jetzt gemeinsam gucken. Wer hält falsch? Der hält richtig, der Weiße. Ne? Der hier. Der müsste hier falsch sein. Der hält richtig, weil hier ist ausreichend Platz. Wer hält falsch? Der dunkle? Ich sag nur die 3. Guck, Mega sagt 1, Escheberg, Johannes, der sagt auch 1. 1 wäre der helle. Wir lösen auf. Der hier. Der hält falsch hier, Leute. 3, alle die 3 gesagt haben, ist richtig. So. Vorletzte Frage. Wer hält jetzt hier falsch? Haben wir gerade zigmal gehabt, das Problem, ne? Der oder der? Wenn hier jetzt Fußgänger laufen wollen und wir würden von hier hinten irgendwo so ankommen. Ja, von hier kommen wir an. Dann sehen wir ja nicht, ob wenn hier einer steht. Ja? Also wer von den beiden hält falsch? Der gelbe oder der rote? Man muss halt logisch denken und deutlich durchlesen. Das hatte ich bei meiner Prüfung auch gemacht. Genau, Christian, genau so ist es richtig. Nicht schnell, so wie wir das gerade gemacht haben. Man übersieht da echt eine Frage um dieses Halten und Parken. Da dürfen wir uns nicht vertun, Leute. Aloha sagt, der rote PKW hält falsch. Okay, Spangspopmobil sagt, Flugente. Hä? Der rote, der gelbe. Ja, was denn jetzt? Der gelbe, der rote ist falsch. Gelb-schwarz, BVB. Beide PKWs, Reinhard. Warum halten beide falsch? Erzähl uns jetzt mal, warum beide falsch sind. Saskia sagt, der gelbe. Oh oh, Saskia, warum ist der gelbe falsch? Ich habe es gerade demonstriert. Noch einmal, passt auf. Sagen wir mal, wir kommen jetzt von hier. Ja, wir wollen hier an dem vorbei. Und hier wird ein Fußgänger stehen. Wenn der uns dann die Sicht blockiert, dann sehen wir das doch nicht. Aber der ist hinter dem Zebrastreifen und wir würden von hier kommen. Auch wenn hier Fußgänger sein sollten, würden wir die sehen. Hast du die Logik verstanden? Flugente sagt auch gelb. Leute, entweder bin ich blind, der Rote blockiert die Sicht. Genau, Christian. Das habe ich gerade versucht zu erzählen. Wollt ihr noch tauschen, eure Meinungen? Oder weil... Okay, danke.
Der Gelbe blockiert auch. Seht ihr, wir haben ja, ihr habt ja die. Wen oder was blockiert der denn? Der eine sagt grün. Wo ist denn hier grün? Also der Rote wartet vor dem Zebrastreifen. Der Gelbe ist sozusagen zwischen den Zebrastreifen. Zum Einkaufen stehen beide super. Ja, Billy. Okay, wir lösen auf. Ich hatte meine Meinung ja dazu schon gesagt. Entschuldigung, das rote Fahrzeug. Aha. Ich bleibe bei 3. Okay. Meinungsfreiheit. Ich sage auch, der rote falsch. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht parke ich falsch. Es geht ja nicht um Parken. Es geht ja um... Aber irgendwas ist hier blockiert, Leute. Ich kann nichts machen hier. Oh oh. Ich kann das nicht mehr überprüfen. Ich habe da irgendwo etwas Mist gebaut. Scheiße, wir müssen abbrechen irgendwie. Oh oh. Irgendwas bei dem Durcheinander, bei dem ganzen hier Dings mache, habe ich wohl irgendwo, bin ich wohl dran gekommen. Ich kann das nicht überprüfen, Leute. Schade. Seht ihr auch, wenn ich das hier wegmache, Überprüfung geht nicht. Seht ihr, ich kann das nicht überprüfen hier. Ich tue mich mal wieder hier an der Seite wieder hin. Ja, jetzt müssen wir hier Ausgang. Wir hatten noch 2 Fragen. Du musst das Rote anklicken. Ist nicht mehr. Ich kann nichts anklicken. Das gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. Genau. Nee. Sorry, Leute. Wir können nichts machen hier. Ich habe irgendwo etwas Mist gebaut bei der Hektik. Aber glaubt mir, das müsste der rote PKW sein. Die Frage ist nicht beantwortet. Ja, Stefan, die Frage ist nicht beantwortet. Was machen wir jetzt? Der Gelbe ist falsch. Der eine sagt, der Rote ist falsch. Ich guck mal, ich habe hier noch so ein Buch gefunden. Vielleicht finde ich das ja hier. Können wir vielleicht nochmal gucken. Das habe ich mir mal besorgt, damit ich euch hier so ein bisschen Rat geben kann noch. Aber ausgerechnet diese Frage, die ist natürlich dann hier nicht drin. Das kommt davon, wenn wir so schnell machen wollen. Ne, das ist hier nicht drin. Aber das Problem hatten wir ja gerade gehabt. Anengungsstraße hatten wir schon gehabt. Fußgänger überwegen hatten wir auch gehabt. Ne, ausgerechnet diese Frage ist hier nicht drin, Leute. Ja. Das ist eben halt Live-Sendung, wenn man live was macht, ja, dann passiert immer etwas. Ich kann das jetzt nicht mehr, du musst die Frage ankreuzen, dann geht es wieder. Ach, wir haben gar nicht angekreuzt, oder was? Ja, schön, wer hat mir das geschrieben? Du musst die Antwort noch wählen. Leute, seht ihr bei der Hektik, wir haben das gar nicht angewählt gehabt. Ja, jetzt habe ich zum Glück den Roten auch... gemacht. Jetzt überprüfen wir. Und es war der Rote. Die ganze Hektik umsonst. Aber egal. So, habt ihr eigentlich auch diesen Farbenkreuz hier im Bild oder ist das nur bei mir jetzt? Ich habe das glaube ich noch nie berührt hier. Oder ist da mein Bild hier gut hier, wo ich hier euch jetzt zuwinke? Gibt es hier irgendwie so ein oder könnt ihr mich so flüssig hier so sehen? Du musst die Frage anklicken. Haben wir jetzt gemacht. Okay, nächste Frage. Das ist die letzte Frage, Leute. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Erlaubt. Ja? Was sagt Saskia? Rot ist richtig. Hab gerade im Internet nachgeschaut. Wir haben es schon gelöst, Saskia. Also, was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Das Halten zum Be- und Entladen sowie zum Ein- und Aussteigen. Das Halten bis zu 3 Minuten. Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird. Was denkt ihr? Das ist die letzte Frage. Also, Stefan sagt 1 und 2, Zittauer 1 und 2, Ben 2, Lars sagt 2 und 1, der geht rückwärts. 1 und 2, Felix sagt 1, 2, Kevin sagt 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Saskia sagt 1-2, Dominik 1-2, Gema 1-2, Johannes sagt und 2. Ja, The Best Music. Oh, wer ist das denn? Auch ein neuer. Mega Player. Okay, 1-2. Bing wieder da. Hab ich viel verpasst? Nein, hast nicht viel verpasst. Wir sind bei der letzten Frage. Nach dieser Fragerunde hier, nach den Antworten, dann habt ihr die Möglichkeit mit mir, wie spät haben wir denn jetzt? Ich muss morgen auch noch früh raus, Leute. So circa 15 Minuten mit mir ein bisschen so zu chatten. Der Gelbe ist falsch, weil er halb noch auf der... Das haben wir schon längst gehabt. Gelb ist vorbei. Das war der Rote, der falsch stand. Okay, hier lösen wir jetzt mal auf. Das B- und Entladen erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Das Halten bis zu 3 Minuten ist auch erlaubt. Aber Parken, oh, Parkscheibe genutzt, nein, nicht. Das andere war ja, oh, wie hieß dieses Parkverbot? Hilf mir mal einer. Absolutes Halteverbot und das ist ja ein beschränktes Halteverbot. Ja? Überprüfung. Versuche es noch einmal. Wir haben 12 von 18 Fragen richtig beantwortet. Wir hatten ein bisschen falsch. Ich tue mir mal hier so zur Seite. Seht ihr, der ist jetzt ein bisschen traurig, der Mann hier. Ja. Aber das war vorauszusehen, ja. Wo ist das Halten verboten? Hier haben wir 3 Punkte einmal gekriegt. Und wann dürfen Sie nicht auf den rechten Fahrstreifen parken? Haben wir 3 Fehlerpunkte gehabt. Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Haben wir 2. Ja. Das war wirklich Schicksal. Aber so ist das nun mal. Und deswegen lernen wir doch hier. Ne? Kann sein, dass ihr vielleicht bei der nächsten Frage, wenn wir das alles schon mal durch haben, die gleiche Frage wiederkommt, dann erkennt man das. Und bis wir alles null Fehler haben, werden wir üben. Können wir Mehmet Song hören? Vielleicht zum Schluss. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen haben solltet, warte, ich mache mich mal ganz groß hier, nur Kamera. So, jetzt bin ich wieder ganz groß da. Da können wir so ein bisschen so 15 Minuten, 20 Minuten miteinander ein bisschen plau. Ich rede und ihr schreibt langsam so, dass ich versuche jede Frage zu beantworten. Ihr könnt mir auch Fragen zu der London-Fahrt stellen. Die habe ich jetzt ja heute online gestellt. Neue Fahrschulkanal habe ich eröffnet. Fahrschulkanal nicht. Neue Reisekanal habe ich eröffnet für die Firma Fehlingreisen. Und es kommt bald auch noch ein Quiz. Da bin ich noch am Basteln, dass ihr in der Freizeit, egal wo ihr gerade seid, einfach Handy raus, der läuft nonstop, ein Fragequiz, Busse erkennen. Ja, da guckt ihr, da wird ein kleiner Ausschnitt von so einem Bus gezeigt und ihr entdeckt dann zum Beispiel, oh, das ist ein Citaro, ja, und dann schreibt ihr da Citaro G und etwas und kriegt Punkte. Aber wenn es soweit ist, berichte ich euch davon. So, jetzt mal gucken. Haben wir verkackt? Ja, Daniel, wir haben verkackt. Alle Mann, das gibt's doch gar nicht. Doch. Was ist eine Kraftfahrstraße? Gibt's in der Schweiz nicht. Kraftfahrstraße, das ist wie eine Autobahn. Zwei verschiedene getrennte, muss nicht unbedingt getrennt sein, kann aber mit zwei Linien auch getrennt sein. Mit zwei Fahrspuren. Das ist eine Kraftfahrstraße. Ja, zwei Spuren hier, zwei Spuren da, aber nicht Autobahn. So musst du dir das ungefähr vorstellen. So, nicht so schnell schreiben, Leute. Wo hatte ich denn bei Aloha? Hatte ich angefangen? Da ist sie. Was ist ein, das hatten wir gerade gehabt. Werd bei deinem Spiel TuS Wieshöfen fürs Thuraberg kam, zuschauen kommt aus Hamm. Ich kenne alle Linien aus Hamm auswendig. Ja, Lars, komm ruhig. Wie stark bist du? Keine Ahnung. Letztens fragte mich auch einer, wie groß oder klein bist du? Ich habe gesagt, ja, ich habe 80.000 Abonnenten. Mehr kam auch nicht mehr. Frag sinnvolle Sachen, Leute. Schöne Grüße von der Ostseeküste. Felix, Grüße zurück. So, hast du meine Geschenke bekommen? Nein, bis jetzt noch nicht. Wo hast du die geschickt? Bei Fehlingreisen? Da war ich schon lange nicht im Büro. Okay, da muss ich mal gucken. Hast du mir was geschickt? Und ich hatte dir auch was geschickt. Deins ist ja angekommen, hast du mir geschrieben. Aber ich frage mal nach, Reinhard. So, bist du schon mal durch die Haltestelle Schulte-Röding in Dortmund gefahren? Heute noch. Heute war ich zweimal Schulte-Röding
Und gestern Sonntag, wo der Sturm war, auch. Das Schildverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zusätzlichen Gesamtgewicht von einem rund mit LKW. Das gilt auch für Bus, oder? Auf jeden Fall. Wie heißt der Reisekanal? Fehlingreisen. Ja, einfach nur Fehlingreisen schreiben. Du kannst aber auch bei mir unter Kanäle, also diesen Kanal unter angesagte Kanäle, dann findest du das auch, brauchst du nur anklicken, landest automatisch drauf, Saskia. Das hat man schon gehabt. Wie heißt der Kanal? Haben wir auch gehabt. Wie viel kostet der Busführerschein und was braucht man dafür? Oh Ben, das ist unterschiedlich. Kommt immer drauf an, wie lange du schon Führerschein hast, ob du schon einen kleinen LKW gefahren hast, ob du schon vielleicht nur LKW schon mal hattest und brauchst nur den Busschein machen. Ganz verschieden. Der Önder, der von der Fahrschule Europa, der hat das ja schon mal erwähnt gehabt, zwischen 7 und höher kann es kosten. Und natürlich, gesund musst du sein, auf jeden Fall, körperlich wie geistig geeignet überhaupt dafür sein. Sonst steht eigentlich nichts im Wege. Ja, und 21 eigentlich, aber man kann auch schon mit 18, mit 19 in die Ausbildung gehen und unter besonderen, nicht besonderen, eingeschränkt dürftest du dann sogar noch Bus fahren im Umkreis von 50 Kilometern. So. Wo sind wir? Kraftfahrzeuge gehabt, das hatten wir auch gehabt. Wie gut sind sie? Warte, Moment, ich muss mal runter machen. Wie gut sind. Wo bist du jetzt? Oh, das geht immer so. Ich hasse diese Dings hier. Eine Frage habe ich. Betrieb. Oh, ganz hoch ist er gerutscht. Das gibt's doch gar nicht. So. Wie gut sind die Berufsaussichten, wenn man in K12 Jahren als Busfahrer anfängt? Also etwas dumme Frage. Ja, ist ein bisschen dumm, aber du machst dir jetzt schon Gedanken. Das wissen wir alle noch nicht. Ja, wenn wir gewusst hätten, dass jetzt Busfahrermangel geben würde, hätte die Politik auch schon bestimmt vor 10, 15 Jahren noch mehr gemacht. Sonst säßen wir jetzt nicht in dem Desaster und müsste ich nicht euch anflehen, ihr werdet Busfahrer, Leute, werdet Busfahrer. Ja, das kann man jetzt nicht sagen. Aber am besten drauf hinarbeiten. Kannst du den Fahrschulclip mit Horst Schlemmer und mach mal eine Busfahrerversion davon? Nein, kenne ich nicht, muss mir mal nochmal schreiben. Ich, ehrlich gesagt, Leute, ich gucke mir nie andere Kanäle an, nie andere Sachen an. Ich versuche das, was ich mache, aus meinem eigenen Kopf, meine eigenen Ideen. Kann auch sein, dass ich deswegen vielleicht ein bisschen Erfolg habe, auch mit meinem Hauptkanal. Weil ich sehe, die anderen, die haben 2-3 Mal vielleicht was gemacht und die landen dann immer nur mit 1000, 1500 Abonnenten und Ende. Weil man versucht automatisch, wenn man was anderes geguckt hat, oh, den mal nachzumachen. Das mache ich nicht. Ich mache einfach nur das, was bei mir gerade im Kopf rumschwirrt. Hast du mal im Bus ein lustiges Erlebnis? Ja, Johannes, ich habe ganz viele lustige Erlebnisse. Das habe ich auch in meinem Hauptkanal als Videos mal gemacht. Ich habe auch witzige Sachen erzählt, was ein Busfahrer gemacht hat oder Busfahrer gemacht haben. Könnt ihr euch mal angucken. Das alles jetzt nochmal hier aufzufrischen. Ihr merkt, meine Stimme ist schon wieder heiser. So. Kannst du die KVG Katzler Verkehrsgesellschaft? Nein, persönlich kenne ich sie nicht. Aber jede Stadt hat so seine eigenen Verkehrsgesellschaften. Einen Gruß an die, wenn du da arbeiten solltest. Ich habe schon Wasser. Meine Tochter bringt mir gerade Wasser, weil ich gerade gesagt habe, oh, ich bin heißer geworden, aber ich habe schon Wasser. So, kannst du die KV, haben wir schon gehabt. Eine Frage habe ich. Hat euer Betrieb euren Dienst aufgenommen wegen dem Sturm Sabine? Bei mir in Heidelberg war alles still bis 10 Uhr. Wir haben Glück gehabt hier im Dortmunder Raum. Ich bin gestern auch noch draußen gewesen. Bis 21.30 Uhr bin ich selber noch gefahren. War zwar ein bisschen windig und. Aber bei uns ist es, glaube ich, dran vorbeigefegt. Also wir haben nichts ausstellen müssen. Heute waren sogar die ganzen Schulen hatten frei gehabt. Aber wir sind trotzdem gefahren. War nichts Gravierendes. So, Mercedes oder Mann? Was heißt das? Was ich am liebsten fahre, bestimmt. Ich fahre lieber Mercedes. Habe ich heute auch gehabt.
Habt ihr auch bestimmt im Instagram gesehen, Stern, endlich wieder ein Stern. Gestern habe ich MAN gehabt und heute habe ich einen Mercedes Citaro. Zwar ein älteres Modell, aber der ist gut. Morgen fahre ich auch einen Mercedes. So, Mercedes oder was nochmal? Moinsen. Was ist das? Transporter Leon Moinsen. Was ist das Moinsen? 41 Zuschauer haben wir im Moment. Ich gucke immer auf Zuschauer. Wenn langweilig sind, dann hauen die meistens ab, aber 41, die hören mir uns, hören mir und gucken euch zu, was ihr da so schreibt. Grüße von Zürich, der Megaplayer. Gruß zurück nach Zürich. Was war der älteste Bus, den du gefahren hast, gefahren bist? Älteste Bus. Ja, wenn ich jetzt überlege, ich bin ja schon jetzt 23, 24 Jahre Busfahrer. Mein erster Bus, das, den kennt ihr bestimmt noch gar nicht, ein Magirus Deutz 2000. Schreibt mal einer, ob den einer kennt. Ja, das war mein erster Bus und somit wäre vielleicht diese Frage, wenn du das so meinst, mein letzter Bus, also der Magirus 2000. So, wenn du die 100.000 schaffst, hängst du im Bus denn den Play? Auf jeden Fall, Daniel, den will ich auf jeden Fall aufhängen. So, wenn die Leute reinkommen, direkt sehen können, die haben es mit einem YouTuber mit 100.000 Abonnenten zu tun. Den werde ich auch hier hinter mir mal hängen, wenn ich hier online gehe. Das ist mein Ziel, aber fehlen mir noch 20.000. Wie lange bist du schon Busfahrer? 24 Jahre müsste das jetzt genau sein. Ich habe ja vorher LKW gemacht. Früher war ja Klasse 2, hieß LKW, nicht C. Ich musste erst Klasse 2 machen und dann durfte ich erst Busführerschein machen. Das war 94, 95. Also schon fast 25 Jahre her, Leute. So, okay, in der Schweiz heißen diese Straßen Autostraßen, sind zwei- oder vierspurig mit einfach oder doppelter Sicherheitslinie. Genau, das sind hier bei uns Kraftfahrstraßen, Aloha. Genau so. Ist das bei dir zu Hause? Das ist mein Zuhause jetzt, ja. Warst du schon mal in Chemnitz? Chemnitz war ich auch, ja. Chemnitz war ich oben, Weimar, Dresden, Leipzig, Jena, da die Ecke, überall. Welche Linien fährst du durch Dortmund? Durch Dortmund habe ich gar keine Linien, nur bis Schulte-Rödding geht unsere Linie und von da fahren wir wieder zurück. Welche Linien fährst du Dortmund? Mehmet, hast du mal ein lustiges Erlebnis im Reisebus? Johannes, das hatte ich dir gerade schon beantwortet. Da musst du die Videos gucken, die sind viel interessanter, hab da mehr zu lachen, als wenn ich jetzt hier alles erzähle. Ja, Johannes? Du bist ja der aus Bonn, deswegen ich kann mir auch Namen gut merken. Saskia sagt, Fehlingreisen. Ja, genau. Achso, du sagst das zu der Saskia. Du musst das ansagen für die VKU. Du musst das ansagen für das VKU erstellen. Ach so, die Ansagen. Ja, aber damit haben wir nichts zu tun. Wir fahren nur im Auftrag von denen. Grüße von Zürich, Megaplay haben wir gerade schon gehabt. So, hat noch jemand was geschrieben oder geht das hier noch? So, Mehmet, du bist das Lied. Oh, warst du schon mal in Kassel? Oh, jetzt schreibt ihr wieder so viel. Wartet, Leute, nicht so schnell. Jetzt habe ich den Faden verloren. Busunternehmer aus Hamburg. Warte. Du hast eine Tochter? Oh, so weit seid ihr schon? Ich hatte Einweisungen, gibt einen. Schreibt mal jetzt im Moment nicht, Leute. Wartet mal. Boah, habe ich denn so viel hier. So viel ihr schreibt, kann ich gar nicht erzählen. Also, da jetzt bin ich wieder so weit. Grüße von Zürich hat noch. Mein Busführerschein hat 2002 10.000 Schweizer Franken gekostet. Wow, also bei euch ist das ja auch noch teuer. Und Franken ist ja richtig wertvoll, das Geld. Wie lange geht noch der Live-Unterricht? Nicht mehr lange, Leute. 10 Minuten noch, dann ist Ende. Henrik sagt, guten Abend, Mehmet. Ach, kommst du jetzt oder gehst du jetzt, Henrik? Also ich denke mal, du kommst. Okay, guten Abend. Ich habe keinerlei Führerschein, bin erst 16, bin aber auch von der Schule geflogen. Meinst du, ich habe eine Chance? Na klar hast du eine Chance. Jeder hat eine Chance. Jeder hat eine Chance verdient. Du musst nur Prüfungen bestehen, gut fahren und dich benehmen und nicht aus dem Betrieb oder aus dem Fahrschulwagen fliegen, so wie du in der Schule geflogen bist. So, warum wird der S10 und die R14 nur einmal in der Stunde gefahren? Hat das einen besonderen Grund? Ja, Überland. Überland ist immer so. Ja, sonst müssten ja zwei hintereinander vielleicht nur für zwei Fahrgäste.
Ja, wenn du mal gemerkt hast, in der Spitzenzeit, mittags und morgens, fahren zwei Busse hintereinander, damit die Kapazität, damit wir viele Leute mitnehmen können. Das ist der Grund. Die Geschenke habe ich geschickt nach Landwehrstraße. Da werde ich morgen den Chef fragen, weil der sitzt da. Der hat das bestimmt irgendwie unterm Nagel gerissen. So, ja, ich werde Busfahrer. Ich trainiere für OMSI jeden Tag. LKW fahre ich auch. Ist mega geil. Schön, Joschim. Fahr mal weiter und ich fahr vorsichtig. Morgen ist Busfahrerwarnstreik in Schleswig-Holstein, in Kiel, Flensburg und Neumünster. Okay, ihr wollt auch mehr Geld. Ich habe gehört, in Hessen oder so haben die das durchgekriegt. 3 oder 4 Euro Stunde mehr. Wenn das mal stimmt, hoffentlich kriegt ihr das auch durch, Leute. Gibt es die Tüten voller Haselnüsse bei dir auch irgendwo zu kaufen? Leute, das mit den Haselnüssen, das war einfach nur ein Witz eigentlich. Das ist ein Busfahrerwitz. Den habe ich mal so rübergebracht, der ist aber angekommen. Jeder, der mich sieht, der Junge mit den Nüssen, der Mann, der die Nüsse gegessen hat von der Oma. Natürlich waren das keine, nicht die echten von der Oma, ist logisch, das war gespielt, Leute. Hallo, hier gibt es überall diese Nüsse. So, morgen ist Bus, haben wir gehabt. Heute tat mir der Busfahrer wirklich leid. Er fuhr eine längere Zeit nicht und wurde nun nicht auf die Linie eingewiesen, wusste den Linienweg nicht. Und dann haben wir über Google Maps den Weg gesucht. Seht ihr, wenn ihr jetzt hier bei uns gefahren werdet, ja, ich habe auf dem Kanal, habt ihr gesehen, vor 3 Tagen habe ich 4 neue Linien, die sind schon hochgeladen auf meiner Seite hier auf unserem Kanal, die muss ich nur alle 2-3 Tage, gebe ich die mal frei. Und wenn der Kollege jetzt zum Beispiel die S10 nicht gewusst hätte, der hätte nur auf meinen Kanal geguckt, Linien der VKU, S10 angeklickt und hätte wie ein Navi, hätte ich dem alles erzählt. Das ist der Grund, warum ich diese Linienfahrten hier auf unserem Fahrschulkanal, hat ja auch mit Busfahrern zu tun, unser Kanal ist ja für Busfahrer, ja, das wäre dann nicht passiert. Jetzt wisst ihr auch den Grund, warum ich das mache. Sehr schöne Frage hier oder beziehungsweise Antwort. Der Busfahrer tat ihm leid, das hat der Dominik geschrieben. So, der Henrik sagt, ich hatte heute Einweisung gehabt, einen neuen Busfahrerkollegen eingewiesen bei der Autokraft Bad Segeberg. Und hat er sich gut angestellt. Ich habe ja früher auch immer Leute eingewiesen, sogar ein Video habt ihr gesehen, wie ich am Einweisen bin. Ich merke das nach 2-3 Metern, wenn der Kollege losgefahren ist, ob ich ihm erst die Linie beibringe oder noch das Busfahren beibringe. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir, aber manchmal kriegen wir echt von der Fahrschule Busfahrer, die sind fertig, abgenommen, Prüfung bestanden, alles. Und ich soll den Linien beibringen, aber ich gucke mir den Typ oder manchmal auch Mädels, ich muss denen erstmal das Fahren beibringen, bevor ich die Linien beibringe. Ist traurig, aber es ist manchmal so. Bei Fahrschule Europa allerdings, die bilden richtig gut aus. So, bin ja 19 Jahre, der Christian sagt, ich bin ja 19 Jahre alt und möchte gerne einen Busführerschein machen. Ist es ein Muss, den LKW-Führerschein zu machen oder kann ich den direkt auf Bus ausbilden lassen? Du kannst auf Bus ausbilden lassen, wenn du privat und so bezahlst, aber wenn du jetzt eine Ausbildung, so ein Paket hier vom Arbeitsamt bekommst, da ist der LKW und Busführerschein direkt mit drin, dann macht direkt beides groß, dann giltst du als Berufskraftfahrer. Aber es ist heutzutage nicht mehr Pflicht, LKW zu haben. Du kannst auch nur den Busführerschein machen. Hat auch einer was zum Sturmwichteln herausgestellt? Ich habe es eine Mülltonne draußen hingestellt, aber die wollten in meinem Garten bleiben. Okay. So, bitte erstell die Ansagen von der VKU. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Schreib das nochmal richtig, Mike, der Amsterdamer. Ich weiß nicht, was du damit meinst. So, ab jetzt, Leute, nicht mehr schreiben. Wenn ich am Ende angekommen bin, hören wir auf. Ja, ab jetzt bitte nicht mehr schreiben. Oh, meine Nase ist zu, hier ist auch zu warm hier drin in der Bude hier oben. Das ist hier übrigens mein hier Arbeitsraum. Habe ich mir extra jetzt für diesen Kanal hier errichtet. Ja, ein bisschen ausgebaut und. Deswegen, das sieht alles so nackt aus, aber ich habe hier meinen Schreibtisch und hier. So, vielleicht hat man einen Fan, warte, wo wissen wir bitte? Okay, der Daniel fragt, könntest du vielleicht auch mal einen
Fan- oder Reisebus-Simulationskanal, wo man am schnellsten fehlerfreien Drivers spezielle Busfahraufgaben absolvieren muss, machen. Das wird schwierig, Leute. Ich habe jetzt schon fast 4 Kanäle. 3 habe ich auf jeden Fall. Der vierte, der ist noch zugange und jetzt mich auch noch mit sowas. Das wird nichts. Moin, moin, sagt Passi, YouTube. Leute, was für Namen habt ihr? Wenn ihr vernünftige Namen hättet, ne, dann könnte man euch direkt besser. Passi, YouTube. Ich weiß nicht, bist du männlich, weiblich, keine Ahnung was. Hatte heute schulfrei, Mehmet Delani. Okay, Mehmet, gut, dass du schulfrei gehabt hast. Du hast eine Tochter, ich habe 3 Leute, 3 Töchter. Ja, ich werde Busfahrer. Ich trainiere mit Omsicht 2 jeden Tag. LKW fahre ich auch, ist mega geil, gut. Hatte gerade Sonderfahrt. Der Kevin hat Sonderfahrt gehabt, okay. Hallöchen, Grüße aus Berlin. Grüß zurück, Chris. Danke. Mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Wie gesagt, nicht mehr weiterschreiben, Leute. Wenn wir angekommen sind am Ende, dann hören wir auf, weil wir sind schon 1 Stunde 22 Minuten am Livestream hier. Magirus Deutz kenne ich. Simon Steffen kennt Magirus Deutz, Leute. Super, der sieht von vorne und hinten gleich aus. Wir haben damals bei TK-Reisen 4 Stück von den Dingern gehabt. Mehmet, du bist das Lied. Danke. So, wie habt ihr Sabine überstanden? Mehmet hat ja 3 Wettertaft und die Frisur sitzt immer noch. Ich habe super geschafft. Meine Frisur ist nichts passiert. Super gut durchgekommen gestern. Bis 21.30 Uhr war ich noch draußen am Fahren. Ich bleibe immer da, egal ob langweilig oder nicht langweilig, weil ich dein größter Fan bin. Oh, Darian, dankeschön. Ich kann leider nicht Busfahrer werden. Tut mir leid, ist aber auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja diese Omsi-Spiele, Bus-Simulatoren. Und hier, ich fahre ja auch die ganzen Linien, setz dich einfach ans PC, mach Fernseher an und fahr da einfach mit. Manchmal ist das so, manche können eben halt nicht ihren Traum ausleben, so wie sie es gerne hätten. Ich kann leider nicht Bus fahren. Ja. Warst du schon mal auf Usedom? Usedom. Nein, da war ich glaube ich noch nicht. Zittau warst du bestimmt noch nicht, oder? Zittau. Nein, war ich nicht, Zittauer. So, warst du schon in Neubrandenburg? Da war ich. Wo bin ich jetzt abgehauen? Fahrten mit. Oh, jetzt. Leute, ihr sollt nicht mehr schreiben. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin. Das macht in der Freizeit. Oh, warte. Wo seid ihr denn jetzt? Hören wir noch den Mehmet-Song? Ja, wenn ihr aufhört zu schreiben, wenn ich am Ende bin. Ich will ja so viel wie möglich beantworten, eure Fragen. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Oh, warte. Wie alt bist du? Das haben wir schon mal gehabt. Ein Busfahrer und eine Frau fragt man nie nach seinem Alter. Leute. Toller Busfahrer, danke. Bist du krank? Ja, vom ganzen Reden ist ein bisschen warm hier. Ich will jetzt auch nicht hier weg und die Heizung abstellen. Bin schon am Trinken. Heiser bin ich auch schon. Ja, ich bin 19 Jahre, möchte gerne Bus. Das haben wir schon gehabt. Das finden doch kleiner zumal den Ohren. Ja, ja, was ist. Hören wir noch den Mehmet zu haben auch gehabt. Kannst du mich grüßen? Ja, Abenda, groß, ich grüße dich. Mehmet OE, Daumen, warst du schon in Neubrandenburg? Das haben wir auch gerade gehabt. Leute, ich weiß nicht mehr nachher, wo ich bin. Nicht schreiben jetzt. So, den nächsten. Guten Abend, Simoplay, guten Abend, Ben, du bist mein Lieblings-YouTuber. Ich danke dir. 2 Euro pro Stunde. Was 2 Euro pro Stunde? Willst du mir geben oder was? Das wäre gut, da wäre ich ja reich. In welcher Stadt wohnst du? Oh, ich habe verschiedene Orte, mal Bergkamm, mal Lünen, mal Aalen und. Ich bin überall und nirgends. Mehmet, wann bist du mal wieder mit dem Reisebus in Schleswig-Holstein oder Hamburg? Hamburg sind beim Hafenfest. Du müsstest eigentlich wissen, wo wann Hafenfest, Hafengeburtstag oder so. Da sind wir mit 2 Fahrern, ein Bus. 3 Tage sind dann Hafengeburtstag. Harde Kassen, Arde, ja, Erei. Saul Akadash. So, guten Abend, sagt der Takushi. Guten Abend, ich wohne in Flensburg. Ben, ich wohne nicht in Flensburg. Das macht man in der Freizeit. Ja, das macht man in der. Guck mal, ich habe immer noch meine Klamotten an von Arbeit von heute Morgen. Um 5 Uhr habe ich die angezogen. Die habe ich immer noch an. Hier, Feeling sagt, ich bin gerade von der Arbeit. Bin immer noch Arbeit, aber für euch, für einen guten Zweck, Leute. Hier dran verdiene ich ja auch nichts. Gerade hat mir einer. Kennern hieß der, glaube ich, 99 Cent spendiert, wie spendabel. Wenn jeder von euch, der was hat, 1 Euro geben würde zum Beispiel,
dann wäre ich glücklich. Dann könnte ich vielleicht mir noch bessere Sachen kaufen. Hier hinten vielleicht noch ein paar Busse und und. Ja, das ist jetzt kein Betteln, ist auch kein Muss, aber ich kann es nur erwähnen. Ich schreibe es ja unten drunter immer. Ihr könnt mir auch spenden oder auf meinem anderen Kanal einfach Kanalmitglied werden. Wenn ihr Kanalmitglied werdet, dann zahlt ihr 5,99 € jeden Monat, könnt jederzeit raus. Dann kriegt ihr hier so Armbänder. Vielleicht habt ihr hier schon mal gesehen, hier diese Armbänder. Dann habe ich Schlüsselanhänger. Da habe ich Tassen. 20 Mitglieder habe ich im Moment und die haben alle schon was bekommen. Wenn nicht, könnt ihr hier fragen. Die haben mir sogar selbst Geschenke geschickt. Habt ihr gerade gehört, der Reinhard, der hat mir sogar Geschenk geschickt. So, jetzt will ich mal noch schnell die Fragen beantworten, sonst werden wir nie fertig, Leute. Das macht man in der Freizeit, genau. Mittwoch und Donnerstag wird gestreikt. Okay. Fährt in euren Fahrten mit Navi oder lernt ihr die Linien auswendig? Auswendig lernen. Bei uns gibt es keine Navis. Und deswegen mache ich ja diese Videos, wo die ganzen Linien, ich will versuchen, alle Linien, die ich kann, habe ich schon. Und von den anderen Kollegen mal jemanden mitfahren lassen oder so, damit wir die Linien haben. Dann ist dann wie ein Navi, kann jeder danach fahren. Deswegen darf ich das auch von meinem Arbeitgeber aus. Der sagt, mach, das ist was Gutes. Wenn die Leute das nicht wissen oder wenn einer mal krank geworden ist, der kommt morgens nicht zur Arbeit und einer, der sitzt da gerade, der hat in 2 Stunden vielleicht Arbeit, komm, fahr mal schnell die Linie 10. Ja, kenne ich nicht. Guck mal, wenn man auf dem Dings und dann fahr danach und raus. Weil lieber so fahren als Strafe zahlen wegen Auslassen der Fahrt, weil wir im Auftrag für die VKU fahren. So, in welchem Video kommt das mit der Frau, wo sie in die Kamera guckt? Das ist 163 oder 165 Linie. Das müsste 4, 3 Videos unten sein. Also gar nicht so weit, so lange her. Die Frau, wo die Kamera guckt. Guten Abend, Mehmet. Damian, guten Abend. Hat Juri bei der Fahrschule Europa eigentlich in der Vergangenheit, Zwischenzeit mittlerweile seinen Busführerschein? Der hat, glaube ich, nächste Woche Prüfung. Der hat bei uns schon einen Vertrag unterschrieben. Ja, wenn er fertig ist, fängt er sofort bei uns an. Der Juri. Ich würde nach bestandener Prüfung sofort auf meine Linie geschickt und hatte nur einen Tag Instruktion. Am nächsten Tag musste ich alleine fahren. Siehst du, hallo, und du hast es geschafft und du bereust es nicht. Was ist mit dem Discord-Server? Mine, das weiß ich noch nicht mal, was das ist. Da muss ich mich mal irgendwann mal aufklären, ob sich dann überhaupt lohnt, ob ich da so viel Zeit habe, das zu machen. Ich kann mir jetzt im Moment nichts darunter vorstellen. Vielleicht kannst du ja kurz hier schreiben, was das ist, dann lese ich das. Mehmet, ich habe gesehen bei deinen Linienfahrten und so, ihr habt denselben Drucker wie bei uns, bei den SWK, also Stadtwerke Konstanz. Ja, kann schon sein, das ist ein IVU-Drucker. Ticketbox. Nicht mehr schreiben, Grenze. Genau, ab, nicht mehr schreiben, Leute. Wenn dann, boah, wir sprengen die Zeit, wir haben 1 Stunde und 29 Minuten schon, aber trotzdem 25 Zuschauer. Kannst du eine App in der Kategorie Bussimulator entwickeln? Oh, du kommst mir mit Klamotten an. Bin doch kein Entwickler, Junge. Max wünscht einen schönen Abend. Ja, schönen Abend, Max. Ich werde eine OMSI-2-Karte machen. Brauche ich die Ansagen, das VKU, weil in diese Region meine Karte kommt. Jetzt verstehe ich dich, GEMA. Ich versuche mal was zu machen, dass ich vielleicht mal ein Mikrofon direkt an den Lautsprecher dran mache. Nur das Mikrofon, dass keiner das mitbekommt und auf Linie bin, dann hast du genau die Ansagen und auch ein bisschen Geräusche und so. Da könntest du mit was anfangen. Okay, das ist eine gute Idee. Erinnere mich trotzdem nochmal irgendwann dran. Grüße mich, Megaplayer, ich grüße dich. GEMA, nein. Max wünscht einen schönen Abend, haben wir schon gehabt. Stelle Nightboot ein. Wann ist dein nächster Live-Video? Ja, nächste Live-Video ist wieder nächste Woche, entweder Samstag oder Sonntag. Ich werde einen OMSI-2-Karte machen. Haben wir schon gehabt. Ich werde einen OMSI-2. Du hast 10 Mal geschrieben. Jetzt habe ich das gelesen. Hamburger Hafen Geburtstag vom 8. bis 10.5. Genau, 10.5. Und danach die Woche fahren wir ja nach England. Ich habe heute ein Video hochgeladen auf meinem anderen Hauptkanal. Guckt euch das mal an, wenn ihr hier in der Umgebung wohnt. Ja, kommt mit, Leute. Gleichzeitig ein Fan-Treffen, gleichzeitig für 89 € einmal nach London mit mir. Ja, wir müssen so schnell wie möglich den Bus vollkriegen, damit wir die Fähre buchen können. Wir haben sie schon gebucht,
Allerdings, wenn wir nur 20 Leute oder 13, 14 Leute nur kriegen, dann müssen wir die Fahrt absagen und können den, die Fähre stornieren. Deswegen dränge ich daran, wer noch mit möchte, jetzt anmelden. Güzel-i nur Vollmann, Mehmet, Sassi. Oi, Sassi, seit wann schreibst du Türkisch? Kannst du auch Türkisch? Güzel-i nur Vollmann, Mehmet. Ja, danke schön. Ein bisschen Türkisch kann ich. Super. GMTV, hör auf zu spammen. Achso, der, genau, der, ich habe den schon beantwortet. Okay, der macht nicht mehr. Grüß mich mal bitte. Mehmet Delange, Selamlar oder Grüß oder wie willst du gegrüßt werden? Keine Ahnung. Leute, jetzt nochmals wichtige Sachen. Keine Grüßerei mehr. Irgendwas Wichtiges noch. Sonst finden wir kein Ende. Wir machen gleich Schluss. Ich will auch noch ein bisschen schlafen. Kanalspotter bei dir wäre, dann könnte ich immer von dir gesetzte Chatsgrenze setzen. Ja, bei uns stürmt es mega heftig, das Haus wackelt schon. Ich drehe durch und ein Kollege von mir ist schon das Dach weg. Kommt auch schon mal vor, Leute. So, was sagt Minne noch? Warte. Gibt es Möglichkeit, dich privat zu erreichen wegen Discord? Ja, privat. Du kannst mich hier über Instagram, du kannst mir auf E-Mail, du kannst mir überall schreiben. Das ist auch privat. Nicht mehr schreiben. Genau, nicht mehr schreiben, Leute. Juckt es mich? Was schreibt da? Wem juckt es da? Juckt es mich, Ben? Oh, was weiß ich. Jetzt streitet ihr euch, oder was? Hallo, Mehmet, mein Freund. Du machst echt einen klassen Job. Sag Bescheid, wann du mal wieder die S10 fährst oder die S20 fährst. Vielleicht sieht man sich irgendwann am Pausenplatz. Okay, Karim, ich guck immer meine Stories und so, da sage ich das manchmal schon mal, heute fahre ich die Linie so und so, vielleicht sehen wir uns eines Tages. Wichtig, ich wohne in Datteln direkt am alten Bahnhof, okay. So Leute, ihr findet kein Ende, glaube ich, in der Zeit suche ich nochmal einen Song. Was für einen Song wolltet ihr hören, den Mehmet-Song oder was war das? Dann können wir nämlich gleich Pause machen. Wann kommst du wieder mal nach Neubrandenburg? Oh, das weiß ich nicht. Was hast du lieber, Citaro? Oder hatte ich schon so oft beantwortet, der Citaro ist the best. Darian, hier ist das Ende. Okay, der Darian sagt, hier ist das Ende. Genau, ab jetzt haben wir auch das Ende erreicht. In dieser Zeit gucke ich mir mal an, ob ich ein bisschen was anderes hier, ne, das hier, Moment, sorry. So, was muss ich denn machen? Eine Sekunde, ich lasse euch mal alleine hier. So. Aber ihr könnt mich, glaube ich, hören, Leute. Ne? Ich suche hier gerade, irgendeinen Song wolltet ihr haben. Ich weiß nicht, nicht ein Song, sondern... Das ist immer so, weil ich so wenig Zeit habe, Leute. Wenn ich so viel Zeit hätte, dann hätte ich euch schon so viele Sachen gemacht. Habt ihr denn das Video gesehen? Jetzt helfe ich mir selbst. So, ach, sieh mal an. Bist du nicht der Junge von letztens, den ich im Bus vergessen habe? Jetzt habt ihr das mit den Nüssen. Oma hat leckere Nüsse mitgebracht. Ey, extra für mich? Na klar. Dann gib mal her. Gucken, ob die auch schmecken, die Dinger hier. Ey. Gar nicht mal so schlecht. Nicht schlecht. Na, haben wir ja wenigstens in der Pause was zu futtern. Na, wollen wir mal weiterfahren. Ah, du schon wieder? Ja, ich mit Firma habe ich Ihnen wieder leckere Nüsse mitgebracht. Oh, das ist aber lieb. Das sind genau die Nüsse, die ich eigentlich mag. So schöne Haselnüsse. Ja, ja. Okay, dann geh mal durch. Danke. Tschüss.
Ah, da ist ja wieder der Junge mit den Nüssen, den leckeren. Echt? Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Bitte. Ja, alles schön und gut. Die sind auch verdammt lecker, diese Nüsse. Aber ich hätte mal gern gewusst, wo deine Oma die überhaupt her hat. Kannst du mir das mal sagen? Ich kann Ihnen das sagen. Und zwar, kennst du diese Pereiro-Küsschen? Ja, kenne ich. Meine Oma hat keine Zähne und die lutscht die Schokolade. Was? Und die Was? Nüsse. Nein, so, ciao, du, ciao, ey. So ein Penner, ey, das gibt's doch gar nicht. Verarscht er mich hier mit dir. Das waren noch Zeiten, Leute. Das waren noch Zeiten. So, jetzt habt ihr auch mal das nochmal, auf die Schnelle habe ich nochmal das. Mehdi-Esser, genau, einer weiß das schon, dass er soll. Der hat auch einen Kanal, der versucht auch irgendwas zu machen. So, wir kommen mal zum Ende, Leute. Heute, für heute reicht es wirklich. Ihr wart spitze. 41 Zuschauer sind wir immer noch, die mir noch zugucken. Das zeigt mir, dass Interesse da ist, dass unser Kanal so langsam anfängt auch zu wachsen. Das ist super. Okay, das müssen wir jetzt hier ausmachen. So. Wie gesagt, habt noch eine ruhige Nacht. Hoffentlich ich auch. Ich muss morgen 5 Uhr wieder raus. Um 6 Uhr beginnt wieder die Schicht. Dann lasse ich mir wieder was Neues einfallen, was ich wieder für euch machen kann. Wie gesagt, 3 Linien habe ich schon aufgenommen. Die werden bald kommen. Ein bisschen verarbeiteter Form habe ich hier für unseren Busfahrerkanal auch nochmal. Wenn ihr so Pannen habt, so kleine Pannen, wenn die Tür mal spinnt oder der Drucker nicht funktioniert oder die Türen nicht auf und zu gehen, ja, um zu beheben, das lasse ich auch nochmal hier auf dem Kanal, lade ich das nochmal hoch. Meine Stimme gibt echt den Geist auf, Leute. So, wie gesagt, ich verabschiede mich von euch, habt noch einen schönen Abend. Kommt in den Morgentag rein und man sieht sich Livestream entweder nächste Woche wieder hier oder meinen YouTube-Kanäle. Stöbert einfach mal durch, auch der neue Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, abonniert den mal ruhig. Da kommen dann auch Busse und Reisen. Da ist extrem dann für Reisen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und. Macht schnell ein neues Video. Ja, ich mache schnell ein neues Video. Okay, Leute, in diesem Sinne, vergisst nicht unser Motto, ihr seid die Zukunft, damit Deutschland, Fehlingreisen und alle Busunternehmen neue Busfahrer bekommen. Mit unserem Intro auf Wiederschauen.